Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und heute handelt es sich mal wieder um ein besonderes Video, denn wir sprechen heute über eines meiner Herzensthemen, nämlich den Videoschnitt. Ich habe mich für euch mal wieder auf die Suche nach dem aus meiner Sicht besten Videoschnittprogramm, sowohl für Profis als auch für Einsteiger gemacht, und bin dabei auf eine ziemlich perfekte Software von Wondershare gestoßen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dem Video. Bevor wir anfangen, bin ich euch aber, denke ich, noch eine Erklärung schuldig. Abonnenten dieses YouTube-Kanals sollten eigentlich wissen, dass ich meine Videos bisher immer mit Adobe Premiere Pro geschnitten habe. Aber ich werde vermutlich nun endgültig wechseln. Versteht mich bitte nicht falsch, Premiere ist definitiv eine sehr geniale Software, aber der extrem hohe Preis ist aus meiner Sicht einfach nicht mehr gerechtfertigt. Dafür sind mittlerweile einfach zu viele, deutlich günstigere Konkurrenten auf dem Markt, die eigentlich die gleichen Features bieten. Außerdem ist die Software von Adobe auch noch sehr instabil und stürzt häufig ab. Steuerung S war hier definitiv immer mein bester Freund. Aber genug davon, kommen wir nun zu der Videoschnittsoftware, um die es in diesem Video geht. Nämlich Filmora. Filmora kommt insgesamt in zwei Ausführungen. Einmal in der normalen Filmora 9 Version und einmal in der Filmora Pro Version. Ich selbst habe jetzt die Pro Version, so ein Riesenunterschied ist zwischen den beiden aber auch nicht. Von daher sollte sich meine Meinung eigentlich nicht großartig von der normalen Version abheben. Ich habe das Video jetzt einfach mal in 7 unterschiedliche Punkte eingeteilt, die aus meiner Sicht klar für Filmora sprechen. Der erste Punkt ist das wirklich genial gemachte Interface. Hier fällt, denke ich, am besten auf, dass sich Filmora sowohl an Profis als auch an Anfänger richten kann. Denn das Interface bietet einen sehr professionellen Look, den andere Programme leider oft vernachlässigen. Gleichzeitig wirkt es aber auch sehr durchdacht und hilft ungemein beim Arbeiten. Die Timeline oder der Editor, wie sie hier genannt wird, ist ganz klassisch und funktioniert richtig gut. Alle notwendigen Schneidefunktionen sind da. Man kann die Einstellungen über das Zahnrad leicht verändern und in der Pro-Version kann man auch unendlich viele Spuren hinzufügen. In der Standardversion ist die Spurenanzahl hier auf 100 begrenzt. Das sollte aber, denke ich, auch reichen. Das Audiometer rechts hilft sehr gut dabei, Übersteuerungen zu vermeiden und ist trotzdem alles andere als störend. Die unterschiedlichen Tabs oben links können ganz einfach durchgewechselt werden und sind logisch aufgeteilt worden. Super ist auch, dass man die Arbeitsbereiche ganz einfach anpassen kann, je nachdem, was man gerade machen möchte. Dafür einfach über Fenster einen der voreingestellten Arbeitsbereiche auswählen oder einen eigenen zusammenbauen. Generell kann man auf jeden Fall sagen, dass sich das Interface nicht vor anderen Programmen verstecken muss und das Arbeiten wirklich extrem einfach macht. Ein weiterer Punkt, den Filmora gut meistert und der gerne unterschätzt wird, ist die Organisation. Aber gerade bei sehr großen Projekten ist dieser Punkt wirklich sehr wichtig. Bei meinem letzten Video hat mir das Ordnersystem zum Beispiel sehr geholfen. Es lassen sich sehr leicht alle möglichen Dateien in Ordnern organisieren und so behält man wirklich deutlich leichter den Überblick. Video- und Tonspuren lassen sich außerdem umbenennen und man kann einzelne Clips verschiedenen Farben zuweisen, um auch in der Timeline einen besseren Überblick zu behalten. Vielleicht ist das nicht unbedingt kriegsentscheidend, aber auf jeden Fall hilft es extrem. Jedes gute Videoschnittprogramm sollte auch mit einer Vielzahl an Effekten kommen. Dazu zählen Dinge wie Überblendungen, Weichzeichner, Farbkorrektur und so weiter. Ich würde behaupten, Filmora hat etwas weniger Effekte als beispielsweise Premiere, aber bisher habe ich keine wichtigen vermisst. Stattdessen wurden die Effekte bei dieser Software weitergedacht. Zum einen sind sie leichter zu erreichen. Es gibt den klassischen Weg über die Menüleiste oder ich wähle einen Clip aus und drücke dann auf das Plus. Hier kann ich dann auch direkt nach dem passenden Effekt suchen, was auf Dauer eine Menge Zeit sparen kann. Außerdem wurden hier sehr viele Presets logisch mit integriert, die vor allem Anfängern das Arbeiten erleichtern sollten. Möchte ich zum Beispiel einen klassischen Kurveneffekt verwenden, gebe ich diesen einfach ein und kann ganz normal meine Kurve ziehen. Ich kann aber auch einfach eine bereits vorgefertigte S-Kurve aktivieren, die man eigentlich meistens bei diesem Effekt nutzt. Das spart Zeit und ist wirklich sehr praktisch. Solche Presets gibt es fast bei jeder Art Effekte und Anfänger sollten sich so ziemlich schnell zurechtfinden. Gleiches gilt eigentlich auch für die Textfunktion. Es sind fast 100 vorgefertigte Textanimationen integriert und diese lassen sich wirklich leicht nutzen. Einfach auf Titel drücken, ein Preset auswählen und in die Timeline ziehen. Die Bearbeitung ist dann wirklich einfach.
Falls ihr mehr Animationen braucht, könnt ihr euch ganz einfach weitere bei Filmstocks herunterladen. In der Pro-Version ist praktischerweise schon ein solches Abo enthalten. Ein Punkt, der unfassbar wichtig ist, aber sehr selten bedacht wird, ist die Verfügbarkeit von Tutorials. Adobe ist hier zwar am etabliertesten und man findet zu deren Software wirklich unzählige Tutorials, aber Filmora hat zum Glück selbst sehr hilfreiche Guides produziert und mittlerweile gibt es auch viele private YouTube-Kanäle über Filmora. Ein Einstieg in die Software sollte somit eigentlich ziemlich leicht fallen. Zu diesem Punkt gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass Wondershare kontinuierlich neue Updates rausbringt, die Bugs beheben und hilfreiche Effekte hinzufügen. Dass hier offenbar weiter dran gearbeitet wird, ist einfach schön zu sehen und genauso sollte es ja auch sein. Kommen wir nun aber wohl zu dem Elefanten im Raum. Wie viel kostet denn die Software? Vorab schon mal, sie ist nicht komplett kostenlos, aber ich finde den Preis trotzdem sehr fair. Man kann sich eine kostenlose Version mit Wasserzeichen herunterladen, um das Programm vor dem Kauf schon einmal auszuprobieren, was ich auf jeden Fall jedem von euch empfehlen würde. Die normale Version kostet aktuell 60 Euro. Die Pro-Version 150 Euro auf Lebenszeit wohlgemerkt. Zum Vergleich, Premiere Pro wäre bereits nach 3 Monaten teurer. Ich habe aber für euch auch noch einen kleinen Rabattcode organisieren können, mit dem ihr nochmal 10% sparen könnt. Einfach den ersten Link in der Beschreibung folgen. Das halte ich dann insgesamt auf jeden Fall für ein sehr faires Angebot. Trotzdem würde ich euch empfehlen, die Software vorher noch einmal gratis zu testen. Schließlich bleiben Geschmäcker ja verschieden. Ich hoffe, das Video konnte euch weiterhelfen und schreibt mir gerne mal, was ihr von Filmora haltet und welche Videoschnittprogramme ihr so nutzt. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!